Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir weiter bei dem Zirkus Quest bei Idris, da wo wir letzte Folge aufgehört haben. Und ich nehme jetzt gleich den Anschluss auf und es wird mich wundern, dass ich jetzt genau das gleiche anhabe wie die letzte Folge. Ich nehme jetzt gleich ein paar Folgen am Stück auf und ja. Ich würde sagen, ohne große Labern fange ich jetzt einfach an und wir reiten jetzt gleich einfach mal zu Idris. Ist voll ungewohnt, hier auf keinen großen Zirkus stehen zu haben. Okay. Was steht an? Unser Zirkuszelt sieht etwas winzig aus. Das ist. Nein, ich habe die Quest nicht durchgelesen. Nein. Unser Zirkuszelt sieht etwas winzig aus. Das ist nicht akzeptabel. Das habe ich nicht verstehen. Meine Freunde werden vorbeischauen. Viele Freunde. Freunde, denen wir einen angemessenen Veranstaltungsort bieten müssen. Ja, ich spreche doch schon mit ihm. Damit sich dieser bescheidene Stoffbein in unser Zirkuszelt verwandelt, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Wir brauchen Genehmigungen, Erdnägel und Pfosten. Sie, kannst du bitte Powerblaze dabei helfen, die Stützen in unser Zelt zu schleppen? Sinn, kannst du ganz die Tanklage vorbereiten? Liv, ganz offenbar hast du großes Geschick beim Öffnen der Kisten bewiesen. Ich möchte also, dass du dich darauf konzentrierst. Meine Berechnung zufolge wird der Zirkus in nicht weniger als 6 Tagen aufgebaut sein, wenn wir alle zusammenarbeiten. Machen wir uns an die Arbeit. Jetzt! Muss ich den Eis selbst tun? In Ordnung. Aber das werde ich mir merken, ihr Faulenzer. Liv, du solltest vielleicht einen Schritt zurücktreten. Oh oh. Aber es ist vielleicht besser, wenn er es selber macht. So schnell geht das. Jetzt haben wir einen Zirkus. Ich weiß gar nicht, was er hier für Probleme macht. Das lese ich nicht. Ein Ort, perfekter Ort für Wunder und Vergnügen. Und hier gibt es auch genug Platz für all meine Freunde, die es bald besuchen werden. Du bist bestimmt schon ganz gespannt. Du willst wissen, welche geheimnisvollen Wunder unser Zirkuszelt bereithält. Bald, meine Liebe. Bald. Zuerst müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten vorbereiten. Sinn? Wohin ist mein kleiner Nadine jetzt wieder gelaufen? Es gibt wenig Menschen, die ungeschickter sind als ich. Sinn ist so einer. Bleib ruhig, Sinn. Liv wird dich herunterlassen. Na, bleib mir nicht, das ist sicher. Bei meinem Geschick hänge ich mich da eher noch mit ran. Aber wir versuchen es mal. Ist es auch relativ realistisch, dass ich das ohne Werfversuchung? Also gerade aus dieser Höhe mache ich das auch immer so einfach mit dem Boden auf. Ich komme da so ein bisschen rum. Hier unten irgendwie so ein bisschen rum und dann meine so ein bisschen so rum. Bumm! Und ist er. Ich mache das immer so, ich weiß, ihr bestimmt auch. Was ist los? Mein Täubchen, hat mein maskenloser Narr dich erschreckt? Das ist nur eine Illusion des Lichts. Ich würde dir ja gern mehr erzählen. Aber ein Magier verriet nie seine Tricks. Das sieht ein bisschen alt aus, wenn ich das mal so sage. Wie kann es sein, dass mein Pferd ein größer Pausenclown ist als mein echter Clown? Ein größerer Pausenclown heißt das, Idris. Nicht größer, sondern größerer. Deutsch und so. In jeder Familie gibt es wohl Sonderlinge. Irgendjemand muss sie die Maske von Sinn abknüpfen. Da ihr beide ja vorhin ja so gut miteinander ausgekommen seid, fällt die Wahl dann wohl auf dich. Ja toll, gerade jetzt, wo ich nicht auf meinem Pferd sitze. Ich finde es schön, dass du ein Tourist wirst für fast alles, was du machst. XP. Also auf das Pferd ist, ne? Das ist ja eigentlich nicht so normal. Ist auch bei den YouTube-Sets so, aber... die haben wir ja eigentlich noch nicht gemacht. Auch uneigentlich haben wir die noch nicht gemacht. Zumindest auf jemand Couch hier. Wir fangen erstmal das Pferd an. Ich hätte vielleicht direkt von der anderen Seite ranreisen sollen. Das wäre vielleicht eine schlauere Idee gewesen. Ist sie schon hier? Hallo? Guck mal, ich lasse sie jetzt einfach zu mir kommen. Guck mal, die kommt jetzt gleich vorbei. Ja. Cecilia ist widerwillig, die Maske fällt. Warum hat die eigentlich Fragezeichen über den Kopf? Ich sollte das wahrscheinlich hier zurückgeben. Okay, bleibt hier so stehen, okay.
sorry, sie ist ja nicht sie, sondern Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja. Dasselbe, ja, habt ihr. Also, habt ihr gut gemacht. Nicht. Wir sollten dafür sorgen, dass man da sofort wieder in sein Kostüm klopft. Ein Clown ohne Make-up ist wahrscheinlich ein schauriger Anblick. Ja, nicht nur wahrscheinlich. Also, hatte sich jetzt jeder für ein Aussehen entschieden. Powerblaze macht ein langes Gesicht, aber kann man wohl nicht machen. Sorgen wir wieder für einen Zauber. Und schon hat er seine Maske wieder. Unserem Zirkuszelt fehlt noch etwas. Natürlich, das Sahnehäubchen auf dem Eisbecher unserer Träume. Ein beleuchtetes Schild, das meine Gäste zur Vorstellung willkommen heißt. Wo versteckt sich denn jetzt schon wieder das Schild? Ja, gut. Wir finden. Da. Hallo, ich wollte mitnehmen! Hallo, Schild, ich würde dich sehr gerne mitnehmen. Ah, danke schön. Und dann hängen wir mal hier ran. Also wir werfen so in die Luft und er bleibt dann hängen. Perfekt, unser Tag ist vor dem Nachthimmel erleuchten und die Gäste werden von ihm angezogen wie die Motten vom Licht. Ja, ganz sicher. Ein wahres Feuerwerk der Freude. Unsere Vorstellung wird dir in die Geschichte eingehen. So etwas hat die Welt noch nicht gesehen und dafür habe ich dir zu danken. Lass dir aber niemanden einreden, dass du nur ein weiteres dummes Mädchen bist, das verrückt nach Pferden ist. Bleib an meiner Seite, meine Liebe, und zusammen werden wir alle in Erstaunen versetzen. Ja klar, dass du mich in goldenes Schwert verwandeln kannst, ne? Aber Spoiler-Alarm! Ich hege keine Zweifel daran, dass unser Zirkus ein wahres Fest sein wird. Wenn auch vielleicht etwas ungewöhnlich. Was wäre ich nur für ein Gastgeber, wenn ich das Leben unserer Gäste nicht einfach so wie möglich machen würde. Das war jetzt kein korrektes Deutsch von mir gewesen. Unsere Zeit auf diesem Planeten ist so begrenzt. Alle sollten sich das ganz leicht königlich amüsieren können. Das ist es. Ein Kürbis! Was ist denn ein Kürbis? Liz, du musst uns einen Kürbis beschaffen, aber wo kannst du nur einen finden? Was ist das? Falls mich meine Nase nicht täuscht, weht der Duft von Muskatnuss und Piment von Mordanstall zu uns hinüber. Backt dort vielleicht jemand einen Kürbiskuchen? Das Schicksal ist heute, mein kleiner Flo. Folge dem Duft und finde unsere geheimnisvollen Kuchenbäckerin. Vielleicht bekommst du ja dort einen Kürbis. Eventuell ist es Mrs. Holzwurzel. Wir gehen mal ganz schnell höhlen, ohne der Kuchenspur zu folgen. Manchmal funktioniert mein Brain eigentlich ganz gut. Nur wenn es funktionieren soll, funktioniert es nicht. Also so Schule und so, ne? Kennt ihr sicherlich. Die brauchen echt lange. Es ist doch gar nicht weit vom Nimmers Hochland bis nach Mordheim. Warum? Wofür braucht ihr so lange? Interessant. Wir haben es geschafft. So, wir sind der Kuchenspur bis hierhin natürlich gefolgt. Ne? Logisch, ja. Wir sind hier gefolgt. Oh. Und der hat gesagt ganz genau hier, Digga, ich hab Kürbiskuchen gebacken. Es tut mir leid, ich hab's weggelegt. Brauchst du einen Kürbis? Nachdem ich meinen Kuchen gebacken habe, hatte ich noch einen Kürbis. Ja, ich glaube nicht an Zufälle, das Schicksal will es, dass du diesen Kürbis bekommst. Liebes, dafür braucht es keine Erklärung. Ist okay. Wir gehen dann mal zum Zirkus. Das ist, ja. Ich wollte dir mal nicht zu sagen, aber das ist logisch. Das. Also, passt. Ich frage mich immer, warum die Bewohner in Jorvik so faul sind und warum wir alles machen müssen. Weil, jetzt mal ernsthaft, warum müssen wir alles machen? Was haben wir denn getan? Worauf ich...
gar keinen Bock habe, ist in die Quest beim Schmied, weil ich mag die einfach nicht. Aber auch die müssen gemacht werden. So genauso wie die bei Big Bonnie. Die mag ich auch nicht. Die müssen auch so gemacht werden. Hüpf! Warum bin ich jetzt so früh schon abgesprungen? Ja! Ist okay, ihr könnt mich jetzt gerne auslachen. Ich wechsle in der nächsten Folge mein Pferd. Da haben wir noch ein paar andere. Hast du die Kuchenbäckerin gefunden? Natürlich hast du das. Und hast du unsere Kürbis bekommen? Ich bin sehr glücklich, Zeitgenosse. Fortuna lächelt immer auf meiner Freude. Wie lautet noch einmal die Zauberworte, um einen Kürbis zu verwandeln? Simsalabim, Hokus Pokus. Wir bleiben einfach beim klassischen Abracadabra. Kürbis-Heimlauf, ist das okay? Ah, cool. Transporter? Ja, also immer mach ich das, ne? Hab ich öfters mal auch einfach so einen Kürbis so zu meinem Transporter wird. Ja. Funktioniert wirklich. Probier's aus. Also türkische Träume entwickelt sich nicht gut, findest du nicht auch? Bald gibt es noch mehr Spaß und Spiele, aber jetzt lade ich erst zum unbeschränkten Eintritt ins Türkiszelt ein. Reite, übe, bereite dich auf das Hauptevent vor, mein Augenstern. Denn wenn meine Freunde eintreffen, will ich dich in der Manege sehen, wo du auch hingehörst. Mein treuer Xin hat sich in den Kopf gesetzt, dass er gerne ein Rennen veranstalten möchte. Er hat ein Buch über Rodeo-Clowns gelesen und ein Parcours im Westersee ausgewählt. Eine Schmetterlingsstangenanordnung, die im Gindal irgendwas verwendet wird. Schmetterling, was für ein passender Metapher für meinen Zirkus, in dem sie sich ja auch Träume in Realität verwandeln. Würdest du gerne ein Glück ins Rennen versuchen? Ich gerne, ich mach gerne Rennen, weil so, ich finde das toll. Was ich ja witzig finde, ne? Der Zirkus sieht jetzt von außen ganz richtig schön aus, aber warum sieht er von innen noch aus wie von... Wie... Und warum sitzen diese komischen Gestalten in ihren Nonnenkleidern dort? Das muss man nicht verstehen. Aber gut, wenigstens haben wir jetzt ein neues Rennen. Das finde ich toll, weil ich Rennen immer toll finde. Zumindest wenn sie XP geben. Damit müssten wir die Zirkusplätze tatsächlich auch gleich abgeschlossen haben. Wahrscheinlich ein Ballett auf vier Beinen. Wenn du die Züge hältst, bewegt sich Powerblech so elegant wie ein Schmetterling. Wow. Hoffentlich kommst du wieder zurück und nimmst wieder am Rennen teil. Okay. Die Zirkusquests sind damit abgeschlossen. Ich würde sagen, wir sind bei jetzt 13 Minuten, fast 14 Minuten. Ich würde sagen, ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Wir machen dann beim nächsten Mal in Fort Pinter weiter, würde ich sagen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin. Tschüss.